Und wir erzählen uns aber gegenseitig, dass es erst noch irgendwas zu suchen gibt. Was ist suchen? Wer mag suchen? Richtig gerne. Wer von euch liebt suchen? Wenn du richtig Spaß an der Suche hast, geh dafür. Aber wenn du suchen scheiße findest, warum verbringen wir einen Großteil unseres Lebens mit suchen? Was für ein anstrengender Prozess. Such doch lieber die Schönheit in dem Moment. Ich bin immer noch am Forschungsprojekt dran. Was steht uns im Weg für ein Leben, das wir wirklich leben? Was steht uns im Weg, wenn wir den Moment wirklich auskosten? Und deswegen möchte ich direkt mit einer kleinen empirischen Abfrage starten. Nicht der klassische Speaker-Trick-Beteiligung, sondern es ist jetzt eine hochwissenschaftliche Umfrage, die wir hier machen. Wer von euch hält es für eine gute Idee, im Leben den Fokus immer aufs Hier und Jetzt zu legen? Wem von euch, Hand aufs Herz, gelingt es trotzdem auch oft nicht, im Hier und Jetzt zu sein? Warum ist das so? Wir wissen es doch eigentlich seit Jahrtausenden in allen Traditionen, unabhängig davon, wo das entstanden ist. In allen Teilen der Welt sind so viele schlaue Menschen zu dem Schluss gekommen, dass es eine sehr gute Idee ist, im Hier und Jetzt zu sein. Weil das auch der einzige Moment ist, den es gibt. Alles andere ist ja nur fiktiv in unserem Kopf erstellt. Und seit einigen Jahren ist es vor allem aus den östlichen Traditionen, Buddhismus, Taoismus, Hinduismus, auch in unsere westliche Welt geraten. Und ich wette, jeder von euch liest täglich, wenn er auf Instagram unterwegs ist, mindestens einmal lebe im Hier und Jetzt. Wir meditieren, wir fokussieren uns auf den Moment. Und trotzdem, so ganz. Es gibt da eine Sache, das ist zumindest mein aktueller Forschungsstand, die dem echt im Weg steht, dem Leben im Jetzt. Weil, um nochmal zwei Sätze Werbung zu machen für das Leben im Hier und Jetzt, Sorgen haben immer was mit der Zukunft zu tun. Scham, Schuld, Vergangenheit, Zukunft, die Angst davor, irgendwas zu machen, die Angst vorm Reden, was der Moderator eben gesagt hat, ist eine Angst vor der Zukunft. Abgelehnt zu werden, was passiert, wenn es nicht klappt, hat mit dem Moment nichts zu tun. Selbst wenn du einen Blackout hast und du bist voll im Moment, ist es einfach nur ein Moment, wo du auf der Bühne stehst und nichts sagst. Erst der Gedanke, oh Gott, was passiert dann? Und ich wollte doch Speaker werden und jetzt rede ich nicht. Wenn ich ein Speaker bin, der auf der Bühne steht und nicht redet, kann ich ja kein Speaker sein, hat mit dem Moment nichts zu tun. Diese eine Sache ist so simpel und trotzdem übersehen wir sie, glaube ich, ganz oft. Wir wollen den Moment anders haben, als er ist. Wir wollen unser Leben kontrollieren, wir wollen die Zukunft anders haben, als sie ist. Eigentlich besteht es aus drei Elementen. Entweder wir wollen den Moment jetzt nicht haben, wie er ist. Ich habe einen Blackout auf der Bühne und wäre lieber auf der Bühne ohne Blackout. Ich habe aber gerade einen Blackout. Das ist ein Scheißgedanke, wenn du einen Blackout hast und du bist auch noch dagegen. Das sind die Momente, wo das Blackout ziemlich lang dauert. Weil dann in einem Kopf ein Kampf stattfindet. Du gegen das Blackout. Ist ja geil mit der lauten Musik da, oder? Also entweder ich tanze jetzt, dann kann ich im Moment sein, aber das ist ja irre. Ich hätte 14 Minuten, ich kann echt gut tanzen, also ich könnte einfach... Naja, ich glaube, die sind auch irgendwann durch. Aber schön, dass ihr hier seid. Ist auch gut. Wir wollen den Moment anders haben, als er ist. Zum Beispiel, wir wollen nicht, dass da jetzt Musik ist. Und wenn ich mich verlieben würde in den Gedanken, was wie blöd und die Leute von Grader und wie organisieren die das? Da ist jetzt Musik. Oh Mann, ist mein Auftritt im Arsch. Weil ich nicht im Moment bin, weil offensichtlich ist das meine dramatische Untermalung meines Themas. Ich freue mich richtig, wenn ich nachher auf meiner Handpan spiele und die Musik weiterhin... Der nächste Gedanke, der mich jetzt vom Hier und Jetzt wegbringen könnte, wäre der, oh scheiße, jetzt bin ich unfokussiert oder jetzt habe ich 8 Sätze gesagt, die nicht reingehören, jetzt komme ich nicht zum Ende meines Vortrags. Nichts mit dem Moment zu tun. Ich versuche also zu vermeiden, dass ich nicht mein Ende so schaffe, wie ich es kann. Ich habe Angst davor, dass ich meinen Vortrag anders entwickeln könnte, als ich den in minutiöser Kleinarbeit, wie ihr euch das vorstellen könnt, geplant habe.
Oder ich will etwas unbedingt erreichen. Ich will 1000 Klicks auf YouTube. Das muss der beste Rede meines Lebens werden, weil dann bin ich erfolgreich und dann darf ich irgendwann dastehen, wo die laute Musik dann wirklich im gleichen Raum ist. Wäre das toll! Und der Gag ist doch, hätte ich jemals so viel Zwischenapplaus an der Stelle bekommen, wenn nicht diese blöde Musik gewesen wäre. Mein Intro war so langweilig eigentlich. Ich habe gedacht, wie komme ich möglichst schnell durchs Intro? Aber Dankeschön, das war natürlich alles geplant, ne? Ist klar. Ich habe gesagt, red mal den Sound so richtig auf der Mainstage. Und es ist nicht nur so, dass unser Gehirn das macht, automatisch, kontrollieren wollen, es anders haben wollen, als es ist, die Zukunft planen, ich darf auf keinen Fall das erreichen, ich will unbedingt das erreichen. Nee, wir gehen sogar auf Seminare, wo wir das lernen. Wir trainieren uns da drin, möglichst schlecht den Moment zu genießen. Wir erzählen uns das gegenseitig, wir erzählen das unseren Freunden, du musst noch das machen, oh, mach das auf keinen Fall. Dann wird's schlimm, weil du musst ja noch, nicht, dass du Taxifahren wirst, das kannst du nicht studieren, nachher wirst du noch Taxifahrer. Vielleicht ist Taxifahrer die große Passion. Und trotzdem sind wir ständig am Kontrollieren, uns gegenseitig am Reinreden und wir besuchen Seminare, wie man möglichst sein Traumleben manifestiert, wie du das erreichst, wie du irgendwie dein Warum findest, wie du irgendwo hinkommen willst, weil erst dann geht's ja los. Alles nichts mit dem Moment zu tun. Wenn es mir darum geht, hier im Kontakt mit euch und der Situation zu sein und es nicht darum geht, irgendwas zu erreichen, irgendwelche großen Bühnen zu bespielen, irgendwas hier mit diesem Vortrag zu bewirken, im Außen mein Warum zu erfüllen, sondern mir geht es nur darum, hier mit euch gemeinsam zu sein und Worte zu sprechen. Und wenn ich das Gefühl hätte, tanzen wäre wirklich die bessere Idee gewesen, dann wäre das der Sinn meiner Existenz gerade, weil das im Kontakt sein ist mit den Menschen hier im Raum. Und wir erzählen uns aber gegenseitig, dass es erst noch irgendwas zu suchen gibt. Was ist suchen? Wer mag suchen? Richtig gerne. Wer von euch liebt suchen? Ein paar. Dann sucht euer Warum. Geil. Wenn du richtig Spaß an der Suche hast, geh dafür. Aber wenn du suchen scheiße findest, warum verbringen wir einen Großteil unseres Lebens mit suchen? Was für ein anstrengender Prozess. Such doch lieber die Schönheit in dem Moment. Und such doch lieber, ob du den Widerstand aufgeben kannst, weil wir wissen eh nichts. Unser Gehirn ist so begrenzt. Wenn ich mir Ziele von vor 5 Jahren aufgeschrieben habe, so einen 15-Jahre-Plan, dann zu denken, es geht darum, an diesen uralten Stinkezielen festzuhalten, obwohl die Welt sich so schnell verändert, dann ist eine lauter, dann ballert die Musik im Nebenraum oder was auch immer, jetzt kommt Corona und du hängst wie so ein Bescheuerter an deinem Ziel fest. Ich habe neulich eine spannende STGF-Doku gesehen, in der sie gesagt haben, 1/3 aller 12- bis 25-Jährigen wollen Influencer oder Influencerin werden. Muss ja auch geil sein irgendwie, oder? Hauptberuflich so die ganz großen Namen, Riesen-Following, Millionen von Views auf YouTube. In jedes Hotel kannst du einfach einchecken, umsonst. Du bist an den tollen Plätzen dieser Ort. Wenn man sich das so vorstellt, oder? Was ein geiles Leben. Da bin ich richtig bereit, hart für zu arbeiten. Dann sprichst du mal mit denen und stellst fest, Depression, Panikattacken, seit 4 Jahren keinen einzigen Tag Urlaub gemacht, getrieben vom Algorithmus, das erste Millionen-Video gibt einen Kick, ab dem zweiten musst du die Dosis halten, jedes Mal, wenn du unter der Million bist, fühlt es sich an wie ein Misserfolg, 950.000 Klicks auf dein Video, ah, scheiße. Riesenmisserfolg. Die ganz großen, Rezo redet über seine Panikattacken und wie er, obwohl das so ein reflektierter, toller Typ ist, wie er es nicht schafft, Urlaub zu machen, weil er so verstrickt ist in all den Projekten, die er macht. Dougie B, Julian, LeFloid sprechen über ihre Alkoholprobleme, weil sie nicht mehr vor die Tür gehen konnten, ohne zu trinken, weil dieser Berühmtheitsgrad sie so angestrengt hat. Unser Gehirn ist aber so schlecht eben dahin vorherzusehen, wie es uns in den Situationen ergehen wird. Wir sehen immer nur einen Mini-Ausschnitt. Der Harvard-Professor und weltweit bekannte Psychologe Daniel Gilman sagt, dass diese Fähigkeit, sich in alternative Universen reinzudenken, oh, ich würde aber lieber einen Vortrag halten,
in dem die Musik nicht ist, dass wir wahrscheinlich die einzigen Tiere auf dem Planeten sind, die das können. Das ist evolutionär neu, das ist eine Beta-Version. Das funktioniert nicht gut. Wenn wir an YouTube und Stars denken, sehen wir nur das Tolle. Wir übersehen aber, was alles dazugehört, dass die Tag und Nacht arbeiten, wie anstrengend das ist, ständig angesprochen zu werden. Wenn du daran denkst, wie toll das wäre, Speaker auf der Mainstage zu sehen, dann siehst du nur den Applaus, das Tosen, die Menschen in Ekstase. Aber dass viele von den Boys und Girls da oben vielleicht seit Ewigkeiten keinen gescheiten Urlaub mehr gemacht haben oder wenn, dann halt kurz, dann Digital Detox, 2 Wochen und dann wieder von morgens bis abends Instagram-Stories aufnehmen, pushen, Riesenteam führen. Das gehört dazu und wenn das dein Ding ist, gut. Aber willst du dich wirklich kaputt arbeiten? Jahre deines Lebens opfern, Jahre an Momentsituationen, die wunderschön sein konnten, immer wieder übersehen, weil du denkst, der Traum ist da oben auf der Bühne zu stehen, weil dein Gehirn in dem Ausschnitt nur so ein Mini-Teil davon sieht. Und auch andersrum, die Katastrophen, die wir uns vorstellen. Oh Gott, wenn der Vortrag schief geht, oh nein, was dann passiert, wenn ich mein Examen verliere, wenn ich durchs Abi durchfalle, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Also lernen wir. Es sieht so aus, als wären wir sowohl wahnsinnig schlecht darin, vorherzusehen, wie viel Glück uns gewisse Situationen geben, wir sind aber auch wahnsinnig schlecht darin, vorherzusehen, wie wenig Unglück uns eigentlich Misserfolge geben. Meistens nach einer Woche oder zwei oder vielleicht allerspätestens bei den großen Katastrophen nach einem Jahr ist wieder alles so wie bisher. Spürt ihr den Bass? Ich kann mal einfach mal kurz... Den spüre ich lauter als mein Herzschlag und ich bin echt angezündet eigentlich. Ist geil. Also ich glaube, Handpan ist schon mal gestrichen. Also zumindest, wenn die gerade wieder Party machen. Dann treffen wir uns draußen oder ihr kommt auf ein Seminar von mir, dann lernen wir das alle zusammen. Ich mache auch eine Gruppe mit 250, das geht auch. Ist das schön. Wo mache ich weiter? Musik wäre auch gut, genau, gerade ich nutze die Pause einfach, ich mache dann zwischendrin die Musik, mache alles durcheinander. Es gibt so viele Geschichten da draußen und es ist überhaupt gar nicht die Zeit, alle anzusprechen, wo Menschen entweder das erreichen, was alle wollen und todunglücklich werden oder denen das passiert, wovor jeder Angst hat und die wahnsinnig glücklich werden. Das Leben ist so komplex, wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Ich weiß doch noch nicht mal, was in den nächsten 5 Minuten passiert. Wie will ich mir da einen 10-Jahres-Plan machen oder die Aufgabe meines Lebens finden? Stell dir vor, die Aufgabe deines Lebens ist, für die Familie da zu sein und dann verlassen die dich in einem halben Jahr. Was ist das denn für eine Haltbarkeitszeit von der Aufgabe deines Lebens? Guck doch, ob du gerade für deine Familie da sein willst. Das reicht schon. Weil meistens ist sogar der Gedanke, dass das deine Lebensaufgabe ist, führt dazu, dass du nicht jetzt bei deiner Familie bist. Wenn du hart arbeitest, weil du denkst, ich muss was für meine Kinder aufbauen, die müssen es besser haben als ich, und dann bist du im Büro, machst Überstunden. Middelhoff hat das beschrieben, dass er eigentlich immer, der berühmte Manager der Dotcom-Blase, der auch tief gefallen ist, der hat so hart gearbeitet, immer für die Kinder, dass sie es gut haben, dass sie tolle Häuser haben. Und irgendwann ist ihm klar geworden, die hätten sich wahrscheinlich auch gefreut, ihn einfach mal zu sehen. Anstatt mit ihm in irgendwelchen Luxusvillen mal 2 Wochen, wo er die Hälfte der Zeit eh am Laptop hängt, weil er so viele Sachen, weil er so sehr damit beschäftigt ist, für seine Familie da zu sein, ist er nicht bei seiner Familie. Meister Eckhart, der christliche Mystiker und Philosoph, hat schon 1300 gesagt, der wichtigste Augenblick ist immer der gegenwärtige. Der wichtigste Mensch in deinem Leben ist der, der dir gerade gegenübersteht. Und die wichtigste Tat ist die, die aus Liebe geschieht. Ja, die Christen haben hin und wieder auch mal... Und das ist im Kern von allen Religionen eigentlich. Füreinander da sein, aber im Moment nicht diese Idee von Zukunft und da, vor allem wenn wir uns alle kaputt machen auf dem Weg dahin, für wen will ich dann noch da sein, wenn alle sowieso damit beschäftigt sind, ihre eigenen Warums und Ziele zu erreichen? Wo wir so wahnsinnig schlecht sind, da vorherzusehen, ob das überhaupt gut für uns ist.
Wart ihr mal in der Lotto-Gewinner- und Gewinnerinnen-Bubble, wie viele Horror-Stories es da gibt? Bob Harrell Jr., 2 Jahre nach seinem Lottogewinn, Selbstmord, sagt, das war das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ehe getrennt, komplettes Leben in Bach runter, 30 Millionen Dollar gewonnen, Ende der 90er. Es ist ein Vermögen. Schlimmste, was ihm je passiert ist. Und trotzdem erzählen wir uns immer noch gegenseitig, ah, ist ja wie ein Sechser im Lotto. Ne, wenn was richtig Geiles passiert, ah, oh, Mensch, nein, das gibt's ja gar nicht, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Wir können ja hier zusammen so einen geheimen Pakt schließen und es genau andersrum benutzen. So eine Verkettung von Missgeschicken. Ich bin da auf die Bühne gekommen und auf einmal war laute Musik nebenan. Die hat gewummert wie Sau. Zwischendrin völlig den Faden verloren. Ich musste einen komplett anderen Vorteil halten. Fast wie ein Sechser im Lotto, ey. Weil wir es am Ende nicht wissen können. Wir wissen nicht, wann die Musik wieder angeht. Wir wissen nicht, wofür es gut ist. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt geil oder schlecht war, da ständig mich drauf zu beziehen. Wir haben eine gute Zeit gehabt, so, ob man das auf YouTube rafft. Wahrscheinlich hört man es noch nicht mal und alle fragen so, hä? Wovon redet der Junge? Holt ihn von der Bühne, der ist verwirrt. Und ich habe letzte Woche mit meiner Gruppe im Retreat übers Staunen gesprochen. Zum ersten Mal länger übers Staunen gesprochen. Vielleicht sind auch ein, zwei da. Und ich glaube, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, diesem Zukunfts-Vergangenheit-Leben-kontrollieren-wollen-Wahn entgegenzuwirken. Zu staunen über den jetzigen Moment und das zu kultivieren. Nicht alles direkt immer mit Namen zu benennen, nicht alles immer zu labeln, das ist gut, das ist schlecht, das hätte anders sein sollen. Die Person sollte mich mir gegenüber anders verhalten. Wirklich zu staunen. Es ist so viel irrsinnige Schönheit in jedem einzelnen Augenblick. Selbst wenn ich mir hier die Lampe angucke und dann wahrscheinlich blind werde, wenn ich zu lang reingucke. Oder so, guck mal, dieses Farbenspiel hier oben. Jetzt spätestens, das ist der Moment, wo die Leute in YouTube spätestens sagen, was. Yeah, okay, er ist wirklich durch. Christian Morgenstern habe ich neulich in einem Zitat von ihm gelesen, in so einem Konferenzraum, da stand, wer sein Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Ich glaube eher, wenn du dein Ziel zu sehr kennst, übersiehst du den Weg, übersiehst du all das, die Schönheit. Wenn du die ganze Zeit nur denkst, ah, ich wäre lieber da drüben, ich wäre aber gern schon da und mein Business muss erst noch skalieren, dann geht es mir gut. Vielleicht ist das Schlimmste, was dir je passiert, wenn dein Business so richtig skaliert. Es gibt YouTuber, die sagen, die super erfolgreich sind, fang bloß nicht mit YouTube an, das ist scheiße. Die alles haben, was alle wollen, ein Drittel aller Jugendlichen. Und dann können wir das mehr und mehr kultivieren, dieses Staunen. Und füreinander da sein und die Dinge zu tun, die sich richtig anfühlen. Wir sind auch nicht mehr so ängstlich. Weil wenn es nichts zu erreichen gibt, kann ich auch nichts verkacken und dann mache ich einfach. Dann gehe ich einen Schritt hier hin und dann gehe ich da und dann gehe ich hinter die Bühne oder sonst irgendwo hin. Guck mal, wie weit der Empfang ist. Der Weg ist das Ziel. Schon völliger Quatsch. Es gibt keinen Weg. Es gibt einen Schritt. Weg ist nur in deinem Kopf. Start, Ziel. Alles Teil der Ziellogik. Mach einfach einen Schritt, der sich gut anfühlt. Zu der Person, mit der du gerade sprechen möchtest. Und das gerade ruhig ist und ich eh schon über der Zeit. Ich hätte übrigens niemals dieses wunderbare Musikinstrument kennengelernt, wenn ich irgendein Ziel hätte und auf dieser Bühne sprechen wollte. Da hätte ich gar keine Zeit dafür, hier drauf zu spielen. Ich habe nie angefangen irgendwie in der Idee, ah, das spiele ich dann auf der Greater-Bühne, geil, das wird voll schön. Stell mal vor, ich hätte deswegen angefangen und dann ballert die Musik. Was für ein Scheißleben. Ich bin auch viel zu dumm, um auf solche Ideen zu kommen. So, auf so Ideen kommt nur das Leben. Also als ob ich mich hinsetzen würde und dann so eine Recherche machen würde. Was wäre so ein richtig geiler Zusatz für mein Bühnenprogramm? Ah, so ein sphärisches Instrument, das kommt doch bestimmt gut an. Trends auf YouTube, ah, dann lerne ich das mal. Nee, wäre ich niemals drauf gekommen. Das ist übrigens ein bisschen nah. Passen meine Hände ja gar nicht mehr durch. Ich habe einfach gespielt, weil es sich richtig anfühlt.
und was mich glücklich macht, zu staunen, was aus so einer komischen Schüssel rauskommt. Dass ich jetzt damit auch Geld verdiene, das anderen beibringe, ist irgendwie aus Versehen passiert. Wäre aber niemals passiert, wenn ich irgendeinem Warum gefolgt wäre. Warum soll ich auf einmal ein Musikinstrument lernen, wenn ich so ein ganz anderes Warum, so ein ganz anderes Ziel habe? Ich glaube, das Leben weiß so viel besser, wo die Aufregung, wo das Abenteuer steckt. Wenn wir nicht die ganze Zeit krampfhaft versuchen, das zu kontrollieren, uns irgendwie besser zu wissen. Also ist das Ständchen für mich und euch, häufiger dem Leben zu vertrauen, ist vor allem auch für andere nicht besser zu werden. Lass die anderen in Ruhe. Es reicht schon, wenn wir uns selbst das Leben so schwer machen. Und staunt mal ein bisschen mehr.